So, hallo meine Freunde, das nächste Video. Ja, be quiet. Ja, endlich habe ich eins ergattern können, und zwar das Dark Power 12. Das 750 Watt Titanium. Ja, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, und das wird auch verbaut in meinem neuen Projekt. Da hinten spiegelt es schön, meine Fotoleuchte. Ja, ihr wisst, be quiet, hab ja schon viele Netzteile gehabt, ja. Und ich muss sagen, mit be quiet bin ich bisher wirklich absolut zufrieden. Also, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal einmal Probleme hatte. Ich glaube, bei be quiet noch nicht. Ob es die günstigeren Versionen waren, ja. Ich hatte schon das 300 Watt, 400 Watt, ja, auch so Office-PC verbaut. Also eigentlich gar keine Probleme. Das dann Straight Power habe ich schon öfters verbaut. Das letzte war ja hier das Pure Power 11 FM, ja. War auch 750 Watt, ja. Werkelt immer noch, also auch da keine Probleme. Schön leise vor allen Dingen auch, ja. Und wie gesagt, ich habe da so keine Probleme. Darum, jetzt geht's mal in die höchste Klasse, das Dark Power 12. Das wollen wir uns anschauen, ja. Weil Netzteil ist ja auch schon immer wieder, weil viele denken immer auch Netzteil, da kann ich mir auch ein günstiges holen. Nee, da müsst ihr nicht dran sparen. Also, das ist beim ganzen PC-Bau, das sind diese Fertig-PCs, ja, die sparen da dran. Habt ihr dann irgendwo so ein No-Name? Ja, oder günstiges Netzteil, ja, und dann wundert man sich, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, oder. Darum, bei so Fertig-PCs, ja, die müssen ja irgendwo es sparen, irgendwo müssen die das Geld herkriegen, ne? Auch bei den Grafikkarten, die da reinhauen, ja, das sind alles ausgewählte Dinger, soviel ich das weiß und in Erfahrung gebracht habe. Darum, Netzteil ist schon eine wichtige Sache meines Erachtens, ja, wenn ihr so viel Geld ausgebt, ja, für einen Gaming-PC, dann guckt nicht auf 100 oder weiß ich wie viel Euro, ja, das macht man einmal und dann wollt ihr ja auch 10 Jahre Ruhe haben, je nachdem, und dafür ist Netzteil auch ganz wichtig, ja. Wir schauen uns das Ganze an, ihr seht selber, ihr habt es gesehen, es ist noch alles versiegelt, das heißt, wir packen das jetzt gemeinsam aus, ich habe es auch noch nicht persönlich in der Hand gehabt. Ja, viel Unterschied wird jetzt nicht sein. Wir gucken uns die Kabel an, weil technische Daten brauche ich gar nicht viel drüber reden. Schaut euch einfach die technischen Daten an. Es ist eine wahre Wonne. Das Teil hat alle Sicherheitsvorkehrungen, alles was es gibt, ja, super Effizienz und so weiter und so fort. Also da dürftet ihr keinerlei Schwierigkeiten haben, ja. Gerade wer die neueren Grafikkarten hat, ja, 3080, 3090, 3070, 3060 und so weiter. Also da solltet ihr schon noch ein bisschen drauf achten. Und ja, wir schauen uns das Ganze an. Da haben wir hier als erstes mal wieder so ein richtig schönes Heftchen. Ja, da guckt er immer rein. Ne, da können da reingucken. Hier steht alles nochmal drin. Die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Also wirklich absolut empfehlenswert, das Netzteil. Es gibt es in verschiedenen Netzteilklassen natürlich. In 1000 Watt, 850 Watt, 750 Watt. Ja. Also, wie gesagt, wer jetzt mehr braucht, mehr Leistung, ist gar kein Problem. So, nehmen wir als erstes mal hier, haben wir einen Karton. Boah, mein Gott, das ist aber verpackt. Ein Lee, oh, guck mal. Oh, da sehe ich ja schon was. Uiuiuiui. Ne? Dicke Schaumstoffmatte hier. Feuchtigkeitsbeutel, auch ganz wichtig bei Elektronikteilen. Ich wollte eigentlich erst die Kabel, aber jetzt haben wir es schon einmal draußen. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das Teil an. Wie schön ist das denn? Boah, alleine hier die Abdeckung. Ja, das könnte man auch schön verbauen in einem P8, in einem P5. Ja, da wo man das Netzteil natürlich sieht, das macht natürlich richtig was her, wenn du so ein Netzteil dann drin hast, ja, von vorne, dass man es sehen kann, ja, also sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt kommt mal eine Sache, wo ich richtig happy drüber bin, denn ihr wisst ja, so ein Netzteil, das ist jetzt voll modular, ihr seht, es ist noch keine Kabel dran, aber was ich hier absolut toll finde, schaut mal, jetzt packe ich das mal hier aus und jetzt müsstet ihr eigentlich schon erkennen, was hier sich geändert hat, was toll ist. Denn ihr wisst ja, das heißt, es gibt ja viele Gehäuse, die haben unten immer so ein Loch. Da habt ihr ja schon letzten paar Mal gesehen bei mir, da habe ich dann immer irgendwas da draufgeklebt oder ich habe da meinen Namen PC-Bauer draufgeschrieben. Ja. Hier
hat man jetzt einen wunderschönen Schriftzug, denn die Aufkleber, oder ist gar kein Aufkleber mehr, das ist wirklich richtig aufgedruckt hier, und das ist jetzt auf der anderen Seite gerutscht, ja, damit man das hier nicht mehr sieht, denn das Netzteil kommt ja meistens so rein, von unten wird die Luft gezogen, ja, hinten wieder raus, und jetzt hat man hier einen wunderschönen Aufkleber. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Schön in Silber, schön aufgedruckt. Also das kann man natürlich zeigen. Ja, da kann man so ein Netzteil auch mal zeigen. Ich sage immer, es ist ja nicht nur einfach nur noch eine Komponente mittlerweile, die man irgendwo reinhaut und die Kabel anschließt. Ja, wir legen Wert drauf, wir wollen alle vernünftige Kabel, schwarze Kabel, vielleicht Flachbandkabel oder schön gesleevte Kabel. Ja, es wird ja heute alles sichtbar gemacht in den neueren Gehäusen. Man will heute nicht mehr so einen schwarzen Kasten da stehen haben, man will auch mal was zeigen. Ja, und das ist mit allem so, egal was es ist, ob einer ein Haus baut oder ob einer sich ein Auto kauft, ja, dann will man auch sowas natürlich machen. Also, das ist immer, wenn ich sage, das ist heute alles ein bisschen anders, ist auch schön so, dass man dann natürlich hier solche Netzteile entwickelt. Und Wahnsinn, auch von hinten, wenn ihr das euch mal anschaut, also wirklich einfach nur fantastisch. Und hier ist nichts mit Kabeln. Ihr wisst, das Be Quiet macht das mittlerweile alles mit einer Plantine. Das ist alles gesteckt. Das heißt, früher war, da konntest du reingucken, da saß da eigentlich nur ein Kabel mehr. Wenn du heute hier reinguckst, wie hochwertig, wie toll das da drin aussieht. Ja? Du siehst keine Kabel mehr, du siehst nur noch Plantinen und so weiter. Also wirklich richtig toll, richtig toll. Ja? Toller Lüfter, alles gut. Wie gesagt, technische Daten entnehmt ihr einfach. Guckt auf den Link, den ich euch reinsetze. Ich kann es euch wirklich nur zeigen. Hier haben wir natürlich auch nochmal alles draufstehen. Ja, also wie gesagt, 80 plus Titanium und Wahnsinn. Schaut euch das an. Richtig, richtig toll verarbeitet. Ja, voll modular. Ja, und ja, toll, tolles Teil. Und dann haben wir hier den nächsten Karton. Das ist wie so ein Schuhkarton. Wenn ich den mal rausnehme hier, können wir den mal wieder zumachen hier. Na, komm her. So, stellen wir es nämlich mal hier vor. So, ja, ist ganz wichtig. So, und auch hier, wenn ihr das mal seht, ja, wie toll. Also, ein Wahnsinn. Ja, ein ganzer Karton voller Zubehör. Und guckt euch jetzt mal, was hier an Zubehör. Hier sind Schrauben. Boah, das ist ja, hör mal, das ist ja wie eine Überraschungstüte hier. Schaut mal hier, wie viele Kabelbinder da drin sind. 1, 2, 3, 4, 5 mal Klettverschluss Be Quiet. Tolle Sache. Ich finde die wirklich sehr gut, diese Klettverschlüsse. Die kann man immer wieder brauchen. Ja, wenn du mal was dazu oder was abmachen willst, oder kannst du die immer wieder benutzen. Ich finde die ganz toll. Dann haben wir normale Kabelbinder, auch ein paar drin. Auch nicht die ganz dünnen, sondern die sind auch ein bisschen dicker. Da sind auch noch mal ein paar mit drin. Auch nicht verkehrt. Und wenn wir hier mal schauen, hier sind 1, 2, 3, 4, 5 schöne dicke Rändelschrauben. Ja, und hier sind nochmal 5 normale Schrauben. Ja, das heißt, wer natürlich sagt, okay, wenn man jetzt das Netzteil von der Seite sieht, wie beim, ich glaube, beim P5, P8 und so weiter in der Richtung, ja, kann man natürlich auch hier diese schönen Rändelschrauben nehmen, um das ganze Netzteil dann festzudrehen. Ne? Sieht natürlich auch wieder toll aus. Schön in Schwarz gehalten. Ja? Also richtig schöne, tolle Rändelschrauben und normale Schrauben. Alles schon mal in einem Tütchen mit dabei. Meines Erachtens toll. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, ist auch immer wichtig, dass das Zubehör eigentlich auch passt. So, machen wir das Tütchen wieder zu. So, und dann haben wir hier noch ein Tütchen. Ja, und was ist das? Was glaubt ihr? Ja, der eine oder andere weiß es wahrscheinlich, weil das Netzteil schon hat. Ja, da gibt es auch noch mal so eine Überbrückung dazu. Ja, und zwar haben wir dann hier noch einmal einen sogenannten Overclocking-Schalter. Ja, das heißt, wir versorgen das Ganze nochmal mit extra Strom, gerade wer im Overclocking-Bereich ist. Ja,
damit dieses Netzteil auch die Leistung hergibt, bedient, was gerade vielleicht durchs Overclocking gebraucht wird. Ja. Das Ganze wird dann nochmal hier oben eingesteckt. Da sieht ihr den kleinen Stecker. Ja. Das Ganze kann man als Slotblende hinten ganz normal ins Gehäuse mit einbauen, ja, wer das machen möchte. Ja. Gerade wer übertakten möchte, Grafiker, wer alles sagt, okay, wenn, dann will ich auch wirklich das Maximum haben, ja, dann kann man hier ein- und ausschalten, das Ganze. Also auch nochmal eine ganz tolle Sache. Ja. Ansonsten kann man auch den Überbrückungsschalter hier reinmachen im Netzteil. Ja. Auch nicht verkehrt. Ja. Also alles auch nochmal extra nochmal mit dabei. Ja, wer genau es wissen möchte, wie gesagt, schaut euch das Netzteil an. Das steht alles nochmal auf der Seite, die ich euch unten verlinke, wie und wann und wo, dass man das braucht. Ja. Dann haben wir hier ein normales Stromkabel, kennen wir alle, ist auch schön lang, ja, hat einen schön abgewinkelten Stecker, ist auch nicht verkehrt. Und hier haben wir dann die ganzen Kabel und das kennt ihr eigentlich bei WeQuiet, ja. Wunderschön gesleeved, sehr schön ummantelt, schön mit Schrumpfschlauch alles. Ja. Das heißt, wir haben hier Molex, wir haben hier SATA ohne Ende. Ja. Hier nochmal für, das dürfte eigentlich, genau, das ist nämlich für Leute, die sagen, ich habe ein größeres Board, ja, oder ein Board mit mehr wie ein 8-Pin-CPU-Anschluss. Ja, wie, ich habe ja auch eins, ein 8-Pin, ein 4-Pin. Dann habt ihr hier einmal ein Kabel für 8-Pin und hier einmal eins mit 4 und 4. Ja. Ja, wer jetzt sagt, ich habe genau wie ich jetzt das, 8 und 4. Ja. Oder wer sagt, ich habe 2x8 sogar. Ja. Alles könnt ihr mit diesem Netzteil hier bedienen. Ja. Dann habt ihr auch die komplette Stromversorgung der CPU, gerade im Übertaktungsbereich. Ja. Man muss den Stecker nicht anschließen, aber wer übertakten möchte, sollte den schon anschließen. Also sollte man auch das passende Netzteil haben, wenn man übertaktet, dass man auch da die Gewährleistung gibt, dass das Board reichlich unterstützt wird, dass die Spannung auch vernünftig gehalten wird, ja, und nicht irgendwann in den Keller geht und dadurch irgendwie Blue Screens oder sonst irgendwas entsteht, ja. Also wichtig ist, hier kann man alles bedienen soweit. Dann haben wir hier den Stromanschluss, den Hauptstromanschluss, kennen wir auch alle, auch hier sehr schön verarbeitet, ja. Da brauchst du eigentlich gar nicht jetzt, ich sag mal, so Sleeve-Kabel oder so, ne. Ich meine, kann man immer noch, aber hier sehr sauber, sehr schön verarbeitet. Die ganzen SATA-Kabel, also mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und hier dann für Grafikkarten, ja. Also hier kannst du auch SLFI fahren, Crossfire, ja, wer das noch machen sollte. Wer mehr wie eine Grafikkarte haben sollte. Also mehr, meines Erachtens, geht nicht. Schöner geht's nicht. Toll verarbeitet, super Qualität, das sieht man alleine, wie sowas schon verpackt ist. Klar, die Verpackung macht jetzt immer noch nicht ein gutes Netzteil aus, aber ich bin der Meinung, daran sieht man schon eigentlich, dass man sich hier Mühe gibt, dass man hier was richtig Tolles zeigen möchte, dass man hier was Gutes verkaufen möchte. Ja, Garantie, Service, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, schaut euch das Ganze an. Ja, ich kann nur sagen, ich habe, glaube ich, 2-3 Mal mit BeQuiet was zu tun gehabt im Rahmen der Garantie oder Service überhaupt, ob irgendwas kaputt oder ich selber schon was kaputt gemacht habe, wo ich mir ein paar Haken abgerissen habe, bei dem Gehäuse zum Beispiel, da hatte ich mir die Clips mal so ein bisschen überbogen, da waren die abgebrochen, gar kein Problem, man muss es nur mitteilen. Ja, man kann nicht meckern, wenn ich manche schon mal sehe, die schreiben mich dann schon mal an, ja, ist da kaputt. Ja, wenn aber WeQuiet ja nicht weiß, dass du was kaputt hast, ja, dann können die ja auch nicht reagieren. Ja, und es kommt immer darauf an, wie man was kaputt macht. Ja, ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Es gibt ja auch einige, die durch falsche Handhabung was kaputt machen. Und das muss natürlich heute auch schon mal abgecheckt werden. Ja? Man kann ja nicht jetzt immer nur sagen, ja, okay, kein Problem, wir schicken dir Neues. Schick uns einfach das Alte zurück. Ja. Gibt natürlich auch Leute, die damit falsch handhaben oder die sogar so Netzteile aufschrauben. Ja. Ist auch schon vorgekommen. Darum muss man ein bisschen Verständnis für haben, wenn man dann sowas schon mal einschicken muss, dass sowas auch geprüft. Aber in den meisten Fällen kann ich euch sagen, gar kein Problem, wird sofort ausgetauscht. Also ich habe schon 2-3 gehabt,
Die haben mir das auch bestätigt. Die haben gesagt, Kalle, gar kein Thema, hingeschickt. Das dauerte zwei, drei Tage, war das neue Netzteil schon da. Also mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten. Und ich finde das auch immer ein wichtiger Punkt, wenn man sowas kauft, dass der Service stimmt. Ja, das nützt ja nichts, dass man alleine billig kauft, sondern man muss auch gucken, dass man es dann auch umgetauscht bekommt. Es gibt ja mittlerweile Sachen, da tauschen die schon nichts mehr um oder wollen gar nicht mehr umtauschen. Oder. Ja, da sollst du 6 Wochen warten und noch länger. Darum, ich kann nur sagen, die Quiet, absolut toll. Ich finde das Netzteil hammermäßig, auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr auf der Suche seid, wenn ihr sagt, okay, ich baue mir auch gerade einen neuen Rechner oder gibt ein paar Euro mehr aus, kann ich nur sagen, dann habt ihr auch was davon. Ja? Und das ist jetzt nicht nur eine Vorstellung von dem neuen Netzteil, sondern das ist auch ein Teil wieder zu meinem neuen Projekt. Ja, genau wie die Lüfter, die da hinten stehen, die Noise-Blocker, seht ihr ja. Ja, es gibt ein neues Projekt, ist schon im Gange. Ja, wer ein bisschen aufgepasst hat, konnte vielleicht im Hintergrund schon was ergattern. Darum, lasst ein Abo da. Da freue ich mich drüber. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr das toll, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ja, und wenn ihr die neuen Projekte oder das neue Projekt nicht verpassen wollt, oder ich kann eigentlich schon sagen, Projekte, da kommt ja noch wirklich, ich habe schon einiges wieder abgedreht. Ja, ich bin schon ein bisschen im Vorlauf, ich kriege das gar nicht alles bearbeitet. Ne, dann müsst ihr ein Abo da lassen. Ja, dann kriegt ihr Bescheid, wenn ein neues Video vom Kalle da ist und freut euch drauf, also da kommt was richtig Tolles wieder. Ja, ein Gehäuse, was ich in der Art noch nicht hatte. Ja, und naja, so viel will ich gar nicht verraten. Freut euch drauf. Und was sagt der Kalle immer? Ja, genau, meine Freunde, bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Ja, und der Winter kommt. Ja, Game of Thrones kennen wir alle. Der Winter kommt. Zieht euch warm an. Ne? Startet eure PCs, überholt und reinigt eure PCs, ja, und dann habt ihr auch im Winter Freude am Zocken und am PC zu sitzen. Und meine Freunde, macht es gut. Tschüss zusammen.